Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir spielen heute hier natürlich eine Runde Dead by Daylight und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Es ist mal wieder eine Streamaufzeichnung. Es tut mir leid. Ich komme aktuell nicht zum Aufnehmen außerhalb des Streams, deswegen so. Es ist so, wie es ist. So, keine Rechtfertigung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Runde und wenn ihr wollt, sehen wir uns ja gern in einer der nächsten Folgen auch direkt wieder. Danke fürs Dranbleiben und bis bald. Bleibt gesund. Aber ich habe mir jetzt Anno 1800 gekauft. Nein, es ist nicht geheim. Das wird auch nicht auf YouTube kommen. Ich habe noch nie Anno gespielt. Noch nie in meinem Leben. Keinen einzigen Teil. Kotzi. Aber ich finde, Anno 1800 sieht sehr schön aus. Natürlich hauptsächlich mit den ganzen DLCs und so, was man da zusätzlich so kriegen kann. Die ich nicht habe. Ich habe nur das Basisspiel. Aber ich habe Bock auf Anno und werde mir das heute mal angucken. Und ich weiß aber nicht, ob ich direkt mit der Kampagne starten sollte oder ob ich erst mal ein bisschen im Sandbox-Modus rumgucke, was man so alles machen kann. Weil ich weiß nicht, inwiefern die Kampagne voraussetzt, dass du Anno schon mal gespielt hast. Und dass du vielleicht so ein paar Anno-Grundlagen kennst. Mann, ich will jetzt hier nicht an den Gen, wo schon jemand dran sitzt, wenn ich gleich kotze. Die sind alle noch gesperrt. Was ist das denn für ein Mist hier? Die Kampagne ist eher einführen. Sandbox wiederum kaltes Wasser. Ah, okay, dann spiele ich halt doch die Kampagne. Ich meine, vielleicht kann man, wie gesagt, da mal im Stream reingucken oder so. Aber ich denke, Anno werde ich erstmal für mich spielen. Weil ich, wie gesagt, absolut keinen Schimmer habe von der Steuerung und allem. Und ich hoffe, dass ich auch hängen bleibe an dem Spiel. Also, oftmals ist es bei mir ja so, wenn ich einen Aufbausimulator gespielt habe und dann geht das schief, aus welchen Gründen auch immer, habe ich keinen Bock, nochmal neu anzufangen. Und ich hoffe, dass Anno jetzt endlich das Spiel ist, was mich aus diesem Gedankenkarussell-Spirale-Ding rausholt. Dass ich einfach trotzdem Bock habe, weiter zu spielen, auch wenn es halt einmal schiefgegangen ist. Das kenne ich zu gut, deshalb spiele ich kein Anno mehr. Ando, Menno! Du nimmst mir die Hoffnung, dass es bei mir anders ist. Weil ich spiele wirklich gerne Aufbausimulatoren. Wirklich. Ich zieh's nur selten durch. Nein, alles gut, Pando. Ich weiß ja, dass das ein Problem von mir ist. Und ich möchte das ja gern mal in Angriff nehmen. Dass ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Durchhaltevermögen habe. Ist wie bei Planet Zoo. Mein erster Zoo, der hat mir so gut gefallen. Und ich hatte wirklich, ich hatte Geld ohne Ende. Also ich hatte eigentlich auch keine Geldsorgen mehr. Und dann war mein Zoo einfach verbuggt. Und es hat mich dann so aufgeregt, dass ich keine Lust mehr hatte, einen neuen Zoo zu bauen. Und das sind dann so Sachen, das nervt mich selber, dass ich dann so bin. Ja, Endzone spielt Susi. Also Endzone hat Susi und hat sie letztens auch erst wieder gespielt. Ich habe ja auch Let's Build a Zoo. Das ist ja quasi auch ein Aufbausimulator. So, den spiele ich ja auch. Und hatte ich jetzt auch, wo ich alleine gespielt habe, eine Phase, wo ich nur Geld verloren habe und kein Geld eingenommen habe, wo ich dachte, scheiße, alles kaputt. Aber man musste einfach nur mal durchhalten. Entschuldigung, nur mal durchhalten. Und vielleicht mal kurz
ein bisschen Pause machen und nicht weiter Geld investieren. Dann hat sich das auch wieder gefangen. Aber in den Momenten denke ich mir immer, oh, scheiß drauf, alles Mist. Und warum spiele ich das? Und jetzt hoffe ich, dass Anno 1800 das erste Aufbauspiel ist, was mich so richtig catcht. So richtig, richtig. Ich fand auch, ich habe ja die Demo von Timberborn gespielt. Fand ich auch mega gut. Oder Patron habe ich die Demo gespielt. Fand ich auch cool. Und ich finde optisch auch Foundation echt cool. Aber ich denke mir, Anno ist, glaube ich, so mit das... Also neben Banished oder so, aber das habe ich nie gespielt. Anno ist somit das wohl bekannteste Aufbauspiel. Und ich hoffe, dass es auch was kann für seinen Namen. Ist nicht gut. Ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund Anno-Fans. Ich werde sterben! Jurassic World Evolution 2. Das möchte Susi, glaube ich, auch gern spielen irgendwann. Wenn sie es nicht schon hat, möchte sie das, glaube ich, auch gern spielen. Sie hat ja den ersten Teil auch gespielt. Den ersten Teil habe ich auch, aber noch nie gespielt. Aber ich habe es erstmal. Ist immer wieder beim Thema. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir irgendwann mal den ersten Teil an. Hallo, heb mich auf! Warum rennst du denn weg von mir? Ich bin hochgeheilt. Hallo. Danke. Wo waren jetzt die Ausgänge? Da, wo er liegt. Ja, ist jetzt blöd, oder, Tab? Blöd. Weil sie hat Blutkotze. Ich gehe. Tschüss. Du hasst mich. Ist mir egal, aber ich gehe. I'm sorry. Anno ist recht hardcore im späteren Verlauf. Ja, cool. Was hast du noch nie gehört, Nico?